So, hallo zusammen. Wir beginnen jetzt mit der ersten großen Aktion hier und beschneiden den Baum. Mein Schwiegervater ist unten schon zugange und ich tue jetzt hier zeremoniell den ersten Ast hier oben beschneiden. Und los! Yeah! Oh ja, das geht ja gut. Oh, jetzt hier werden die großen Geschütze aufgenommen. Er muss leider weichen. Denn wie wir gehört haben, ist er wahrscheinlich innen sogar komplett schon hohl. Also der Fachmann, der Gärtner, wird ihn sich noch anschauen. Wink mal. Mach mal Wink. Der Gärtner bei der Arbeit. Einmal Pflaumenbaum beschneiden. Wie man sieht, ragt er schon nicht mehr über die Terrasse, über den Balkon. Und der erste Schritt im Wohnzimmer ist das Abbauen der alten Wohnzimmerschrankwand. Nimm mal die Kamera, Peter. Hallo, Kamera. Hallo, Peter. Peter, lustig. Wie man sieht, ist schon einiges passiert. Aber es steht auch noch genug davon. Wie man sieht, ist hier nur in dem Bereich, wo die Schrankwand war, noch wunderschöne Tapete, die wir dann auch erstmal entfernen dürfen. Sehr schönes 90er-Jahre-Muster. So, die Schrankwand ist weg und der Peter kümmert sich jetzt gerade um das, wie heißt das Ding eigentlich? Das steht drauf, ne, steht nicht drauf. Um das Ding, um die restliche Tapete halt wegzumachen. Die Schrankwand ist weg, wie man sieht, und die wunderschöne 90er Jahre Tapete auch. Und jetzt widmen wir uns der nächsten schönen Sache, nämlich der Decke, wie man sieht. Und sind hier schon dabei, nach und nach diese wunderbaren Dinger von der Decke zu kratzen. Was, wie man sieht, eine wahre Freude ist. So, wir sind jetzt gerade darüber, die Decke zu streichen, beziehungsweise erstmal zu grundieren. Was eine sehr, vor allem ist es eine unsägliche Aufgabe. Aus dem einfachen Grund, weil du, naja, man sieht so ein bisschen, was man gestrichen hat, aber auch nicht so richtig. Ja, auch nicht so richtig. Und der Untergrund auch nicht wirklich einheitlich von der Farbe her ist. Aber es ist einfach schön, jetzt mal so richtig mit den Renovierungsarbeiten anzufangen. Also nicht nur mit dem Abreißen, sondern jetzt auch mal wieder. Genau, jetzt ist es. Jetzt ist es endlich mal richtig renoviert. Ja, so sieht's aus. Die Grundierung an der Decke ist angetrocknet und jetzt geht's weiter mit dem Streichputz, den wir jetzt dort auftragen werden. Ich bin mal gespannt, wie gut oder schlecht oder schnell oder langsam das jetzt geht. Wie man sieht, haben wir zusammen schon ein Stück der Decke geschafft. Das heißt, dass die Fliege mit eingebaut. Stefan quält arme Fliegen und begräbt sie lebendig an der Decke. Das wirklich auch funktioniert ganz gut mit dem Streichputz. Man kommt ganz gut voran. Ja, wir müssen noch überlegen, ob wir noch ein zweites noch drüber gehen und die Decke zusammen aufmachen. Genau. Eine zweite Schicht kann hier nicht schaden, weil die doch an einigen Stellen recht uneben ist. Stefan, was machen wir denn heute noch? Streichen. Ganz viel streichen. Dann geht's mit den Wänden weiter, für die wir uns jetzt auch für einen Farbton entschieden haben. Ich zeige ihn euch mal. Und nein, es ist nicht Schlüpferrosa, es ist ein altrosa Ton, der auch so ein bisschen bräunliche Anteile hat, den wir mit so einer etwas helleren Farbe hier kombinieren werden. Wir fangen endlich an zu streichen. Es hat gefühlt ewig gedauert, Jahrzehnte, bis wir hier endlich anfangen können, die Wände zu streichen. Wir wollten gestern streichen, dann ist uns aufgefallen, dass wir noch da tiefen Grund drauf machen müssen. Also eigentlich wollten wir schon vorgestern streichen. Wir wollten natürlich gerne schon längst streichen. Die Farbe steht jetzt hier bestimmt auch schon eine Woche. Rosa! Das wirkt auf dem Video noch viel rosa, als er eigentlich ist. Normalerweise ist es eher so ein Braun, aber... Es ist ein sehr gedeckter, alt, rosa, bräunlicher Ton. Es sieht so ein bisschen aus wie Erdbeerquark.
Aber der passt, der Farbton passt wirklich sehr super zu unserem Sofa. So, dann roll mal ein und mach mal einen ersten Strich. Man sieht schon, hier wird wieder ordentlich gestimmt worden. Eine kleine Herausforderung, während ich rühre, kann ich das ja noch erzählen, war auch der Bereich hier vorne um die Ecke versteckt. Das ist halt eigentlich Styropor da drunter. Und ich wollte das nicht alles rausreißen und verspachteln und so, weil das ewig dauert und man müsste ja auch aufbauen und so. Man kann ja eh nicht so viel Spachtel auf einmal, nee, Putz auf einmal aufbauen, so, nicht Spachtel. Und da habe ich dann einfach auf den Styropor Spachtel aufgebracht. Und das halt in mehreren Schichten, immer gewartet, bis er trocken ist. Und dann halt überstrichen. Und ich finde, es geht. Also es könnte beschissen aussehen. Die Kante, also was man da sieht hier, das da, das hätte man eh nicht rausgekriegt. Also, das nee, ist halt. Also, ich fand auch, du hast da sehr gute Arbeit geleistet. Ja, sehr gut gestümpert. Sehr, sehr professionell gestümpert. Komm, jetzt schmier mal hier diese Schoko-Erdbeer-Kacke an die Wand. Ich habe wirklich gleich total Lust auf irgendwas Erdbeer-Eisartiges oder so. Ich fange natürlich, wie man das soll, mit den Rändern an. Dann legen sie los. Ein Strich. Oh, es scheint ja nicht mal schlecht zu decken. Wie ihr seht, sind wir schon deutlich weiter gekommen. Vor allem auch hier. Wow. Es ist vollbracht. Stefan darf jetzt auch noch Feinarbeiten machen, ja. Nachdem er schon gut Fläche gemacht hat. Und ich darf mit Matsch spielen. Wie wir nämlich festgestellt haben, ist hier unter dem Fensterbrett ein Teil des Putzes schon recht lose gewesen, den wir dann besser abgeklopft habe und den wir jetzt neu mit Putz ausfüllen müssen. Dann reiß mal feierlich den Müllsack ab. Der hing jetzt hier bestimmt 2 Wochen. Wir haben wieder einen Durchgang in die Küche. So, wir schauen uns das Farbergebnis nochmal an. Ich finde, auf Kamera sieht das gerade schon irgendwie ganz nett aus. Eine bei eurer Lieblingsbetätigung heute. Abmachen ist auf jeden Fall schöner als dran machen. Wir haben gestern Abend das ganze Wohnzimmer gestrichen, bis auf einige Kleinigkeiten, so im Bereich der Heizung, die wir heute noch machen müssen. Und wir wollen diese Wand hier und müssen diese Wand noch ein zweites Mal überstreichen. Da, wie ihr wisst, wir hier so einen schönen Bereich hatten, in dem noch Tapete war, die wir entfernt haben und darunter natürlich keine Farbe, sodass wir komplett in einem schönen Rechteck, wo die Schrankwand stand, jetzt hier auf jeden Fall nochmal drüber gehen müssen, damit wir diese Umrandung nicht mehr sehen. Genau, daran mache ich mich jetzt. Jetzt streiche ich hier noch ein bisschen weiter, um die Wand abzuschließen. Und dann hoffen wir mal, wenn das trocken ist, dass man das nicht mehr so sieht. So, jetzt zeigen uns die anderen nochmal, wie es richtig geht. So macht man das. Genau so. Oh ja, hier müssen wir immer sehen, es ist hier quasi unter dem Türrahmen verlegt. Ja. Wo ist der Teppichmesser, wenn man es braucht? Ja. Unten wahrscheinlich. Ich ja. Stefan macht noch ein bisschen sauber, wo der neue Boden rein kann. Nach anfänglichen Schwierigkeiten geht es jetzt auch endlich mal voran. Oh ja. Ja, wir hatten es komplett verkehrt von den ersten 2 Bahnen. Wir haben es gewundert, warum es so schwer geht. Ja. Und dann ist es aufgefallen, Moment mal, die Nase muss ja eigentlich in die Klammer her. So. Wenn nicht die Klammer so. In die Nase. Da haben wir alles nochmal gedreht, aber jetzt noch mal Meter. Also jetzt geht's voran. Jetzt geht's voran. Meter lang. Einfach nur verlegen hintereinander weg. Stefan schneidet schon wieder das nächste Stück. Wir sind wieder ein Stück weiter gekommen. Wir haben jetzt schon wirklich fast den ganzen Raum geschafft. Aber jetzt wird's nochmal spannend, weil wir hier diverse Dinge haben, die wir umschiffen müssen.
bei denen wir nicht einfach ganz normal hintereinander weg verlegen können. Aber auch das werden wir heute noch schaffen, oder? So, die letzte Aktion des Tages. Das ist jetzt eine perfekte Stimmung für die letzte Aktion und die letzte Planke von dem Boden, die hier noch reinpassen muss. Allerdings eben unter den Türrahmen. Das zuzuschneiden, das sieht kacke aus, deswegen stümpern wir es da ein bisschen. Deshalb haben wir uns gedacht, machen wir es uns lieber schwer, einfach, sodass wir die komplette Planke hier reinsetzen können. Und kürzen den Türrahmen ein. Das Schöne ist, wir haben ja hier eine Schiebetür, wie ihr wisst. Und hier passt es perfekt, dass die Tür hier drüber gleitet mit einem geringen Abstand noch. Aber der Türrahmen ist halt der weichen muss. Nee, das nimmst du nicht auf. Warum nicht? Ja, wie du dir ins Bein sägst. Ich will ins Bein sägen. Das darf ich nicht finden. Was machst du da gerade, Stefan? Rosette zurechtschneiden. Eine Heizungsrohrrosette zurechtschneiden. Wie man sieht, sind wir schon am Feinschliff im Wohnzimmer. Mhm. Das kommt eher der böse Moment, wo ich mitkriege. Es hat schon wirklich Gestalt angenommen. Sehr viel fehlt nicht mehr. Wir haben all unsere Instrumente platziert und inszeniert, wie man sieht. Wir haben unser DVD- und Spieleregal gebaut und erfolgreich an die Wand gebracht. Und bisher ist es auch noch nicht wieder runtergekommen. Das habe ich aus der alten Schranktür eines Schrankes aus dem Schlafzimmer gebaut, zusammen mit Stefan. Ich habe mich erstmal die ganze Zeit damit vergnügt, das alles abzuschleifen und neu zu lasieren. Ja, aber die Idee konnte sehr gut in die Tat umgesetzt werden. Ansonsten, ja, sieht man schon, wir haben auch hier noch ein paar Instrumente hängen. Wir haben eine neue Lampe. Die Deckenlampen fehlen noch, also die Lampenschirme, die kommen bald. Es kommt auch noch mal ein anderer Teppich hier rein. Seit gestern haben wir auch Jalousien. Und wie man sieht, ist es weihnachtlich. Hier sieht man noch, was noch an die Wand soll. Von dem Regal hier drüben waren zwei Brettchen übrig. Die wollen wir jetzt so als einzelne Regalbretter mit diesen imposanten Winkeln noch an die Wand bringen. Mal schauen, wie das dann aussieht. Wir haben auch hier eine schöne kleine Lampe umfunktionieren können. Die hing vorher in der Küche. Und ich fand die eigentlich ganz schön und die passt auch farblich sehr schön hier rein. Und die gibt nochmal ein schönes, angenehmes Licht. Das Hauptdeko-Element hier sind die Instrumente. Das ist auch quasi unser Musikzimmer, auch mit unseren Schallplatten. Und meine CDs werden auch noch folgen. Und die zwei Dinge, die wir hier jetzt noch umgestalten wollen, ist zum einen die Fernsehbank. Da bauen wir gerade aus den Resten von diesem Schrank da die Fernsehbank, wie wir euch sicher auch noch zeigen wollen. Und wahrscheinlich, wenn es noch klappt, machen wir auch noch einen neuen Couchtisch daraus. Und schauen wir mal, ob Stefan sich das Bein schon abgesägt hat. Also es funktioniert, aber die Dinger sind zu groß, die muss ich jetzt noch heiß machen. Dann kann ich das ja rein. Das ist ja übrigens 3D gedruckt. Ja, die sind 3D gedruckt, das hat sehr gut funktioniert, denn wir haben in dem Format von diesen dicken Heizungsrohren weder im Baumarkt noch online die passenden Rosetten finden können. Das heißt, Stefan hat die kurze Hand selber gedruckt mit dem 3D-Drucker. Das sieht auch echt super aus. Wir haben nur das Problem, dass die Rohre auch nicht wirklich den gleichen Abstand zur Wand haben, sondern ein bisschen schief sind. Und dementsprechend muss man da jetzt hier Hand anlegen und das noch ein bisschen anpassen. Das geht Ding. Wird jetzt bloß mal kurz die Dinger heiß gemacht. Mit dem passenden Werkzeug geht das alles ganz problemlos. Soll mal aufpassen, dass man sich nicht die Pfoten verbrennt. Ja. Fertig! Ist schön, jetzt hast du es nicht gefilmt. Aber hier ist es. Das war's. Ich habe lieber deinen Kontrabass gefilmt.
Wie man sieht, ist das Wohnzimmer pünktlich zu Weihnachten fertig geworden, weitestgehend. Da sind wir froh, Stefan, oder? Ja, alles weit gepasst. Also wir haben jetzt die Fernsehbank und den Tisch noch nicht fertig. Das sind jetzt hier noch zwei alte Möbelstücke aus unseren vorhergehenden Wohnungen, die wir gerne noch gegen selbstgebaute austauschen wollen. Jo. An denen wir auch gerade schon basteln. Und zwar sollen die dann aus denselben Teilen wie dieses schöne Regal entstehen. Heute sind dann auch die Lampenschirme gekommen hier. Genau, die sind wirklich pünktlich zu Weihnachten heute noch gekommen. Und dementsprechend ist es jetzt schon richtig wohnlich hier, ne? Ja, von daher freuen wir uns und sind da jetzt schon auch mittendrin im nächsten Zimmer, nämlich im Schlafzimmer, was wir eigentlich von den Renovierungsarbeiten her auch schon abgeschlossen haben. So langsam kriegen wir ja auch ein bisschen Routine und Erfahrung und geht das alles so ein bisschen. Aber keine Angst, wir stümpern immer noch genauso wie am Anfang. Gestümpert wird natürlich nach wie vor, das ist klar. Ja. So, jetzt sind wir halbwegs hübsch, genau. Vorzeigbar. Ja, von daher hoffen wir, die ersten Einblicke haben euch gefallen und ihr wollt weiter dabei sein, wenn wir hier unser Häuschen renovieren. Genau. In diesem Sinne dann auch erstmal fröhliche Weihnachten und trotz allem, trotz der aktuellen Lage, schöne Feiertage. Ist halt wie es ist, ne? Bleibt gesund. Genau. Ansonsten, wenn euch der Kanal gefällt, könnt ihr, oder das Video gefällt, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen oder den Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr auch nicht, wenn es hier weitergeht, dann mit dem Schlafzimmer wahrscheinlich. Oder Fitnessraum, genau, der ist ja eigentlich auch schon fertig. Muss bloß noch das Video zusammengeschnitten werden. Ja, also wir sind schon ganz gut vorangekommen, nur mit dem Video schneiden, das dauert halt immer noch ein bisschen länger. Ja, braucht man halt Zeit dafür, ne? Ich meine, zu Weihnachten ist halt der perfekte Anlass. Ja. Kann man sowas mal machen. Hat man Zeit. Ja, von daher. Bis zum nächsten Mal. Bis hoffentlich bald. Haut rein. Ciao.